So, hey Schnitzel, da sind wir wieder bei The Dark Side Detective. Wir hatten ja alles abgesucht, ne? Das heißt, jetzt wird's Zeit, was zu machen. Was hatten wir denn alles? Wir hatten sie hier, wir hatten dieses Ding. Vielleicht können wir die Scheren dem kleinen Jungen geben. Lass uns das mal probieren. Weil, vielleicht können wir damit sein Freund werden, weil, also wir brauchen ja irgendwas, dass er uns vertraut, ne? Und ich finde, die Schere ist das Einzige, was so halbwegs Sinn macht, so von wegen, weil Kinder keine Schere haben dürfen, aber wir erlauben ihm eine. Oder der Viewmaster, das könnte auch sein. Ah, das sind die zwei Dinge, wo ich denke, die könnte er mögen. Okay, das ist es nicht. Vielleicht das Ding. Nein, der Kleber. Okay. Dann, weil alles andere gibt keinen. Okay, meinetwegen den Knopf noch. Okay, jetzt können wir den Rest auch noch probieren. Aber irgendwie müssen wir uns ja sein Vertrauen erschleichen, ne? Weil im Moment will er ja nicht mit uns reden. Okay, das war's nicht. Was war denn passiert, wenn wir diesen Viewmaster, haben wir das schon ausprobiert, wenn wir den Viewmaster kombiniert haben mit diesem Film? Weil das Ding war ja kaputt, ne? Das hatte ich, glaube ich, schon mal probiert. Was ist da passiert? Ah, der Film ist zu groß. Okay. Der Film ist zu groß. Und wenn wir ihn halb schneiden, geht das? Tja, ich habe ein bisschen historisches Material zerstört. Lass uns hoffen, dass es einen Sinn dahinter gab. Okay, können wir es jetzt angucken? Tja, es passt. Lass angucken, was immer ich nicht aus Versehen aus Twin Lakes kürzlicher Geschichte geschnibbelt habe. Spider-Morphs machen es wieder. Okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder deren Fußball oder Football oder Rugby, okay, was immer es ist, deren Sportarten heißen Spider-Morphs. Oder Spinnenmotten aus der dunklen Dimension sind gekommen und haben das Spiel gestört. Beides gute Optionen. Ich hoffe auf Letzteres. Tun es wieder klingt, als hätten sie eine Art Gewinnzeit und hätten nicht ein weiteres Stadion niedergebrannt. Oh! Okay. Also hat deren Fußballteam einfach das Stadion niedergebrannt. Riesige Kürzungen im Personal der Bücherei. Okay, das sieht mega creepy aus. Das sieht aus, als wären das Smileys. Ich glaube, es sollen die Löwen sein, bestimmt draußen. Aber hier sind die Augen, hier ist die Nase. Es sieht aus wie creepy Smileys. Und das Schild fehlt, oder? Ist hier nicht ein Schild? Ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Schild. Gehaltskürzungen haben dafür gesorgt, dass die hiesige Bücherei nur noch Skelett angestellt hat. Warte, was? Aber wir haben doch unten diese. Ja, ich weiß, Doris ist alt, aber das scheint ein bisschen unfair. Doris arbeitet da doch. Achso, es bedeutet, dass sehr wenige Leute hier arbeiten. Oh, okay. Ich war auf Duli-Niveau anscheinend. Ich habe nicht gewusst, dass das eine Redewendung ist. Oh, ja, nur noch Doris. Und sie ist eigentlich ein Freiwilliger, der in Rente ist. Wow, okay. Ja, schwere Zeiten. Die Computeraktien gehen hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, BA.
Soll ich mir das aufschreiben? Ich schreibe mir das mal kurz auf. Ich habe das Gefühl, das könnte wichtig werden. Vielleicht ist es nur der Joke. Aber, ne, nach irgendwas suchen wir. Okay. Up, up, down, down, links. Jetzt muss ich aufpassen. Ich bin mega schwer mit links und rechts auseinanderhalten. So links, rechts, links, rechts. BA. Alles klar. Ich hätte das nicht laut vorlesen sollen. Ich glaube, ich habe etwas heraufbeschworen. Oh no. Also, alle, die ihren Computer laut hatten, ne? Jetzt gibt's Probleme. Verrückter Detektiv behauptet, Teenager-Tags wären ein Ritual, um die Toten zu zeigen, die unter uns laufen. Sind das wir? Haben wir das falsch rumme Kreuz um den Hals, finde ich großartig. Aber haben wir irgendwelches Graffiti kürzlich entblößt? Warum gelten wir dafür als wahnsinnig? Ich meine, sieht niemand anderes die lilanen Wolken, die bei sowas auftauchen und so? Aber na gut, was sagt ihr dazu? Ich erinnere mich an diesen Fall. Was zum... Oh! Oh, hallo, wer bist du und wie bist du hierher gekommen? Ich bin der, der nie ungesehen werden kann, der Stoff deiner Albträume, der Wisser des Unwissenden. Klar, das ist nicht sehr hilfreich, wenn ich ehrlich bin. Hilfe ist für die, die wissen, wie man sie annimmt. Okay, dann werde ich mal anbeißen. Erzähl mir, o Wisser des Unwissenden, was geht hier los? Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Okay. Aber ich weiß, dass dieser Feigling Yeats einen Geheimraum versteckt, der viel Kraft und große Schätze enthält. Und der ohne Zweifel verantwortlich ist für das Heraufbeschwören von mir und den anderen, die hier liegen. Die anderen? Die anderen. Detective, mit wem reden Sie? Ich rede mit... Ah, wissen Sie was? Ich weiß selber nicht, wie ich das erklären soll. Okay, cool. Das heißt, wir können jetzt Geister sehen und haben die ganze Zeit so eine coole rote Brille vor den Augen. Ach, aber wisst ihr, ich hab doch noch gesagt, dass wir mit dem Ding bestimmt Geister sehen können, oder? Hab ich das nicht? Mir ist so, als hätte ich das gesagt. Okay, Crowley, was sagt Crowley denn noch? Was war das alles nochmal? Yeast, Geheimraum, schreckliche pa Kraft da drin. Sind wir cool, Bro? Wir sind cool. Alles klar, okay, dann müssen wir uns jetzt wohl nochmal überall umgucken und nach Geistern suchen. Ah, da ist auch direkt der Yeast. Okay, vielleicht sind doch nicht überall Geister. WB Yeats. Sir, haben Sie einen Moment Zeit? Noch einer? Noch einer? Ah, ein weiterer Geist. Ja. Und mit Ihrer Frage habe ich meine beantwortet. Ach, vergeben Sie mir. Aber ich würde gerne wissen, was Sie gesehen haben auf Ihren Reisen. Was? Ach so, ob Sie gesehen haben diesen schrecklichen Crowley. Das war der da im Raum war, ja, ne? Ein absichtlich mysteriöser Mann mit einem merkwürdigen Hut. Genau der. Ich wusste, er würde hier irgendwo herumkriechen. Er hat einen Geheimraum versteckt. Erwähnt, sorry. Ja, aber was das betrifft, sollte ich nichts weiter sagen. Nicht, bis das Biest fort ist. Aber ich will doch nur... Kein weiteres Wort, Sir. Kein weiteres Wort. Das ist nicht so hilfreich. Und, Biest? Sollten wir uns da Sorgen machen? Ach, okay, er meint den Crowley. Nochmal sage ich Ihnen, Sir. Ich werde nicht mit Ihnen reden, solange Crowley hier herumschleicht und erwartet, dass ich
den Mund nicht halte. Okay. Sollen wir ihm da Bescheid sagen? Ja, ich habe deinen Freund getroffen, Yeast. Er sagt, du hörst nicht auf, ihm hinterher zu spionieren. Ach, ich finde es einfach so unterhaltsam, diesen Mann zu quälen. Er sagt, du möchtest in diesen Raum, den du erwähnt hast. In der Tat, ich bin wirklich gelangweilt hier. Ich brauche etwas zu tun, etwas zu lesen. Warum nicht den Computer benutzen und online gehen? Zwei Worte. Sichere Suche. Oh, klar. Vielleicht kann ich einen Weg darum herum finden? Bitte. Bleib einfach hier und tu nichts. Safe Search. Also das heißt, gewisse Seiten sind gesperrt und das gefällt ihm nicht, ja? Sagst du hier jetzt was anderes, wo die Geister sind? Warum halten sie diesen Viewmaster und mit wem reden sie? Ach, wissen Sie was? Wir beide wissen doch, dass es besser ist, wenn Sie gar nicht erst versuchen, das zu erklären. Wie immer, Detective. Nutjob. Also, Detektiv. Doofnase. Sagt ihr hier auch was Neues? Sie sehen unkomfortabel aus, Dooley. Ich mag immer noch nicht Ihren Viewmaster-Brillen-Vibe. Krass, das heißt, Dooley sagt tatsächlich neue Sachen? Ernsthaft, Detective, Sie sehen dumm aus, das Ding so herumzutragen. Ist hier im Hobbyraum denn jemand? Oh ja! Die kann uns bestimmt helfen, den Knopf zu reparieren. Die sieht aus wie eine Handwerkerin. Ich sehe nicht, warum wir hier weiter rumhängen, Detective. Das hättest du... Ah, okay. Das hättest du nicht sagen können, als ich den Kleber aufgehoben habe, hm? Manchmal habe ich das Gefühl, sie sehen mich als nichts anderes als einen witzigen Sidekick. Oh nein, Dooley. Sag doch sowas nicht. Ich mag Dooley sehr. Nicht nur als Sidekick. Sowas sagt denn Gale. Sind Sie auch ein Autor? Ich erkenne Sie nicht. Ach, die anderen waren Autoren. Oh nein, die habe ich aber auch nicht erkannt. Ja, aber nicht... Oh Gott. Okay, sie redet mit starkem Akzent. Halt nicht wie die anderen mit ihrer Fiktion. Ich habe nützliches Zeug geschrieben, wie Kabel verlegen und wie man selbst ein verstopftes Klo repariert. Denken Sie, Sie könnten den Fahrstuhl reparieren? Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich. Ich bräuchte einen neuen Knopf. Guck mal, was wir da haben. Wofür ist das? Könntest du diesen Knopf benutzen, um den Fahrstuhl zu fixen? Ja, kann ich, aber das wird nicht helfen. Es muss leitend sein, damit das wirkt. Aha, wenn wir das daran tun? Das sollte den Knopf leitend machen. Yes! Sehr gut. Nochmal. Könnte dieser Knopf den kaputten im Fahrstuhl ersetzen? Na, lass mich mal sehen. Ja, sieht so aus, als würde das den Job erledigen. Gib mir ein paar Minuten, ihnen den richtigen Ort zu poppen. Okay, cool. Was passiert denn jetzt, wenn wir in den Fahrstuhl gehen? Ist sie dann da? Ah, danke, dass du den Fahrstuhl gefixt hast, Gail. Ah, gerne geholfen. War lustig, mir wieder was Nützliches zu machen. Okay, das heißt, wir können jetzt in die Horrorsektion, aber vorher würde ich gerne noch mal sehen, ob hier noch mehr Geister sind. Da war ja das unsichtbare Schachspiel und so, ne? Was sagt Dooley? Ah, okay. Die sagen... Hier sagt er dasselbe. Was sagt Devin? Ich denke, du solltest dieses hier lesen. Ich habe das gelesen und ich fand, es war gut. Worüber ist es? Es ist die Geschichte von einem Kind, das Tote sehen kann. Oh, das ist nicht für mich. Ich habe Angst vor Geistern. Müssen wir irgendwie einen Spiegel geben oder so? Weil... ich sage dir die schlechten Neuigkeiten lieber nicht. Okay, was sagt sie denn? Ich fürchte, ich bin in Gesellschaft von ein paar unguten Gesellen. Und ganz vielen von ihnen. Dem Kind? Ach nein, er ist charmant. Ich meine die anderen. Okkultisten, Horrorautoren, DIY-Fanatiker.
Oh, schrecklich. Vertraut er uns jetzt vielleicht, weil wir die Geister sehen können? Kannst du die Geister auch sehen, Kiddo? Geister? Mit welchem Nonsens füllen sie denn seinen Kopf, Detective? Ich sehe sie, sie sind meine Freunde. Naja, der hier ist. Manche von ihnen sind nicht so freundlich. Aber ich mag sie, weil bevor sie kam, war dieser Ort so leer. Nur ich und Doris und sie ist nur interessiert an den schrecklichsten Büchern, die je geschrieben wurden. Na cool, das heißt jetzt... Oh, okay, aber mehr sagt er auch nicht. Ich dachte, yay, jetzt vertraut er, jetzt können wir ihn befragen, aber... Nö. Anscheinend nicht. Ah, das ist aber cool. Er hat jetzt sogar die sogar bei den Sachen, die wir schon angeguckt haben. Das ist ja cool, da hat sich ja jemand richtig den Aufwand gemacht. Nicht schlecht. Ach ja, hier waren wir schon. Was ist hier drüben noch? Ah, genau. Jetzt sehen wir, wer Schach spielt. Pratchett und Adams. Oh, hey, großer Fan ihrer Arbeit. Dankeschön. Nicht du. Oh. Okay, mehr sagen sie nicht. Ich habe ihre Detektivbücher gelesen. Sie sind absolut großartig. Okay, wir haben hier zwei nicht sehr gesprächige Geister. Ach so. Moment, sagt Julie noch was Neues? Nee, okay. Also sagt sie hier einfach nur genau dasselbe. Na gut, dann sind in der Rezeption auch Geister? Bestimmt nicht. Hier ist nichts, obwohl hier flackern ja die Lichter, also es hätte durchaus sein können. Dann erkunden wir mal den Horror. Oh, schau, Doris muss endlich den Knopf repariert haben. Nein, das war... Ach, egal. Ach, stimmt, er hört die auch. Das ist ein bisschen strange, muss ich an der Stelle mal sagen. Wie kann es sein, dass er sie plötzlich hört, nur weil er sie sieht? Das hätte ja eigentlich mehr Sinn ergeben, wenn er sie schon vorher gehört hätte und nur nicht gewusst hätte, was das für Geräusche sind, oder? Ja, ist aber ein bisschen... Oh, das sehe ich jetzt erst. Ist die Anzeige immer auf dem richtigen? Wow. Also die Liebe zum Detail ist ja echt großartig. Was ist denn aus dem Fenster? Sieht aus, als könnte man dadurch aufs Dach gelangen. Zum Glück ist es versperrt. Ich möchte nicht wieder zurück in den Sturm. Na, das müssen wir später bestimmt machen, auch wenn das hier extra erwähnt wird. Was sagt Uli? Wow, hier hat man echt eine tolle Aussicht über die Stadt. Ich kann durch diesen Viewmaster nichts sehen. Ich werde niemandem sagen, wenn sie es kurz runternehmen. Ja, aber jetzt noch nicht. Okay, alles klar. Hier ist ein Buchwagen. Was sagt er dazu? Eine Kollektion an Büchern, die nirgendwo anders in der Bibliothek hinpassen. Wie zum Beispiel, wie man einen Dinosaurier kocht, wenn man jemals einen fängt. Das Internet und andere... Fads? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Oh, Architektur der Gedanken von Sarah Bellum. Das klingt, als wäre es ein echtes Buch, oder? Und MMO Accountants. Sei der fiktive Banker, der du schon immer sein wolltest. Hm, toll. Na gut. Dann ab zum Horror. Mal gucken, was da für Geister sind. Oh. Oh, Edgar Allan Poe. Den kenne ich aber als Autor. Ne? Ja, du kannst kaum Teenager-Mädchen zum Wimmern bringen, Howie. Oh, und H.P. Lovecraft. Ah, nur weil sie sich nicht vorstellen können, welche Horror ich beschreibe, Eddie. Ach, du spielst nur mit Klischees. Deine Werke haben nicht den wahren Horror. Sie sind höchstens gruseliger Pulp, also halt Einfachheiten. Ah, deine besten Arbeiten sind nicht mal von dir geschrieben, du Scharlatan, du Lügner, untote, ja, Trickster. Wenn du dich so fühlst, warum hast du dann meine Werke versteckt, Eddie? Ich sag's nochmal, ich hab dein Buch nicht.
Ach, du hast es wahrscheinlich versteckt, weil es dir zu gruselig war. Ach, du bringst mich zur Decke. Naja, da ist mir nichts Besseres eingefallen, aber er macht ihn wahnsinnig. Okay, die streiten sich also, wer die... Oh, hier gibt's aber... Ach krass, hier gibt's tatsächlich Bücher für jeden Buchstaben. Soll ich die alle durchklicken? Wahrscheinlich müssen wir da ein bestimmtes finden, oder? Ich guck mir erstmal das Bücherregal an. Das ist ein gruselig aussehendes Bücherregal. Okay, was sagt Juli? Ich war noch nie vorher hier oben. Wegen dem kaputten Fahrstuhl? Weil das gruselig hier oben ist. Ja, das kann ich schon ein bisschen verstehen. Ich meine, ne, wenn hier öfter Geister rumhängen. Was ist hier los? Ich habe sein verdammtes Buch nicht genommen. Das war diese kindische Bleitenfrau. Warum sagst du ihm das nicht? Er hört mir nicht zu. Er ist überzeugt, dass ich es versteckt habe, damit mehr Leute meine Bücher anstatt seiner ausleihen würden. Nonsens. Ich interessiere mich nicht für den aktuellen Zeitgeist. Meine Arbeit ist seiner hoch überlegen. Was sagt er? Ach, er ist so ein Kind. Ich bin definitiv der bessere Horrorautor. Ich habe Generationen zerrissen mit meinem großartigen Horror. Mit deinem Müll. Ach, ich werde dich kriegen. Ach, komm doch her. Ihr beide, hört auf, oder ich werde euch beide in einer Art übernatürlichen Matcha tun. Er hat angefangen. Oh, hab ich nicht. Es war du und dein... Ist mir egal, wer es angefangen hat. Ich werde ein Ende bringen. Wartet hier. Und nicht gucken. Süß. Okay, ja, dann hat das die Frau unten wahrscheinlich. Okay, hier gibt's wieder... Oh, ich würde die wirklich gerne alle angucken. Aber... Ja, ich kann die wieder nicht übersetzen. Aber ich gucke sie alle einmal an. Dann könnt ihr Pause machen und die selber angucken. Die sind ja wirklich gut. I'm coming to get you und I'm coming to get you 2. Also ich komme dich holen. Sehr dunkle Orte. Ein illustrierter Guide. Die sind wirklich gut. Ich glaube, ich hatte vielleicht einen Unfall. Jeder ist schuldig. Der schnelle Autokiller. Die folgenden... Oh Gott, das funktioniert auf Deutsch gar nicht. Also die folgenden im Sinne von die verfolgenden vielleicht. Gebeshaar. Verfluchter Ort. Sie sind bloß, um Gift zu kaufen. Also Gasp, also Schreck. Wie sie alle gestorben sind. Ach du meine Güte, er ist tot. Henry Hamphis, der zu Todesschlag-Champion von 1934. Okay, das hatten wir schon. S tötet. Ah, das ist eine Anspielung auf S, oder? Das mit dem Clown. Hör einfach auf. Schreckliche Wunden. Eine illustrierte Story. Ein Handbuch, wie man seinen eigenen Tod niederschreibt. Ich habe sein Gesicht berührt. Jobs, für die du nicht gut genug bist. Oh, das ist wirklich Horror. Zitronen für jedes Mal. Der Kickbox-Kult. Karneval. Später Zug, der gemacht hat, dass ich zu spät bin. Der Lebensräuber. Das ist echt cool, dass sie sich die Arbeit gemacht haben, hier all diese Buchtitel zu machen. Mörder!
Ninja-Zombies und andere schreckliche Crossover. Moral? Nein, danke. Guck niemals in den Kühlschrank. Madman tötet eine Person. Nein, tu's nicht. Na, Albtraum. Karte zum Mord. Okay, OP. Der Schmerzgeber. Orte, um zu sterben. Orte, um nicht zu sterben. Die Origami-Massaker. Okay, dann hier, Q bis R. Merkwürdige Tode. Oh Gott, die Wunde, die nicht besser wurde, glaube ich. Schnell, versteck dich. Der Rachenehmer. Quay666. Okay, ST. Stichfest 6. Schlangen überall. Morgen wird die Welt implodieren. Gruseliges Buch, Volume 4. The Trundling, weiß ich nicht. Okay. Der unbeeindruckende Vivian's Hatchet. That's Revenge, okay. Wo ist Waldos Körper? Okay, und Exzess. They yearn for blood? Achso, sie sehen sich nach Blut. X markiert das Opfer. Öffne die Tasche, in der Körper liegt. Die Joghurt-Dinger. Okay, ich kann das wirklich nicht alles übersetzen. Aber wir sind auch schon durch. Und ich würde sagen, dann machen wir auch Schluss mit der Folge für heute. Und ja, nächstes Mal gucken wir dann, ob die Frau uns das Buch zurückgeben will. Also bis zum nächsten Mal bei The Dark Side Detective und danke fürs Zuschauen.